In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt eine spezielle Eigenschaft von Klassen erklären, nämlich die sogenannten statischen Attribute oder statische Datenfelder. Normalerweise, wenn wir Datenfelder einer Klasse definieren, wie wir bei den Katzen hatten, Namen, Alter und so weiter, haben sie für die einzelnen, für die verschiedenen Objekte auch verschiedene Werte. Das heißt, in unserem Fall hatten wir die eine Katze hieß Felix, die andere hieß Unbekannt. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, statische Datenfelder zu definieren, die für alle Objekte einer Klasse gültig sind und den gleichen Wert haben. Was ist der Sinn der Sache? Manchmal hat man tatsächlich irgendeine übergeordnete Variable, übergeordnetes Datensatz, dass man über alle Objekte den gleichen Wert haben möchte. Zum Beispiel könnte man bei allen Katzen irgendetwas Gemeinsames definieren, zum Beispiel die Tatsache, dass sie alle Säugetiere sind. Oder man könnte eine Variable definieren, die zum Beispiel die Anzahl aller Katzen momentan im System auch angibt. Jedes Mal, wenn wir eine neue Katze dazunehmen, dann wird diese Anzahl um 1 erhöht und wenn wir eine wieder löschen, dann wird wieder um 1 reduziert. Sehen wir erstmal, wie das funktioniert. Als allererstes möchte ich Sie daran erinnern, dass in dieser magischen Methode init von jeder Klasse definiert man eigentlich ein bisschen nicht ganz transparent, ich gebe das zu, aber hier definiert man in der Tat die objektorientierten, die objektspezifischen Datenfelder, wie zum Beispiel Name und Alter. Hier werden sie das allererste Mal erzeugt und weil Python sie eben nicht zuerst deklarieren muss und erst danach kann man sie initialisieren, sondern das wird alles in einem Schritt gemacht, wird es tatsächlich erst hier gemacht, alles in einem Rutsch sozusagen. Also hier haben wir diese Name und Alter zum allerersten Mal überhaupt definiert und gleich initialisiert. Um eine statische Variable oder ein statisches Attribut zu definieren, muss ich das vor den Methoden machen oder ebenfalls außerhalb der Methoden machen. Normalerweise macht man es auch vorne, indem ich einfach sage, nehmen wir doch mal an, Spezies ist jetzt für alle Katzen Säugetier. So, was hat man jetzt davon? Das habe ich bereits definiert, das heißt, ich muss gar nichts mehr damit machen. Alle Katzen sind Säugetiere, ich werde das überhaupt nicht mehr anfassen. Aber in der Beschreibung könnte ich jetzt das dazu nehmen, ist eine Katze ein, hier werden wir jetzt Spezies reinnehmen. Und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt ausführe, was beschwert er sich? Spezies ist nicht bekannt, genau. Er beschwert sich jetzt, dass Spezies nicht bekannt ist. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ich Spezies benutze, kann ich entweder self.spezies machen oder ich kann katze.spezies machen. Der Unterschied ist, self.spezies ist tatsächlich der Wert von diesem Objekt, von diesem statischen Datenfeld. Weil sie ja für alle Daten, für alle Objekte gleich ist, dann wird da eigentlich immer Säugetier dran stehen. Deswegen hier beim Benutzen von solchen statischen Datenfeldern macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Trotzdem werden wir es gleich so machen, wie es eigentlich korrekt ist, nämlich Katze.spezies. Er bietet es mir auch schon gerade hier an, habe ich aber schon geschrieben. Das heißt, das ist tatsächlich ein Datenfeld nicht von einem bestimmten Objekt, in diesem Fall von einem Self, sondern von der kompletten Katze, von der kompletten Klasse Katze. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann sieht man, Felix ist eine Katze, ein Säugetier und 2 Jahre alt. Genau das gleiche ist für Unbekannt, sie ist auch eine Katze und ist auch ein Säugetier. So, das war jetzt erstmal nicht so ganz spektakulär. Deswegen, wenn wir jetzt einen zweiten statischen Attribut definieren, nämlich etwas, was wir hin und ab und zu mal ändern. Und zwar Anzahl Katzen. Das nennen wir, das werden wir jetzt mit einer 0 initialisieren. Das allererste Mal, wenn diese Klasse benutzt wird, ist es eben eine 0. Aber in der init-Methode
im Konstruktor werde ich das um 1 erhöhen. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ich hier Katze schreibe. Ich erkläre es auch warum. Katze, Anzahl Katzen ist jetzt plus 1. Und damit ist es fertig. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann jedes Mal darauf zugreifen. Und zwar machen wir jetzt ein Print Katze, Anzahl Katzen. Und damit es ein bisschen schöner aussieht, würde ich auch hier dazu schreiben, Katzen insgesamt, Doppelpunkt, plus String, diese Anzahl von Katzen. So, und das werde ich nicht einmal machen, sondern öfter mal nach der Definition von meiner Katze und nach der Definition von der Nachbarskatze. Katzen insgesamt 0, dann werden sie zu 1, dann werden sie zu 2 und dann werden die Beschreibungen ausgegeben. So, warum ist es jetzt ganz wichtig, dass hier Katze steht? Ich habe es bereits erzählt oder erklärt, dass hier in der Init-Methode werden eigentlich die eigentlichen Attribute einer Klasse tatsächlich initialisiert. Das heißt, hier werde ich zum ersten Mal sage ich hier in der Klasse, du hast ein Attribut namens Name. Du hast ein Attribut namens Alter. Katze, Anzahl Katzen ist allerdings schon definiert. Das haben wir bereits hier oben gemacht. Und das ist ein statisches Attribut oder ein statisches Datenfeld von der Klasse Katze. Und das muss ich hier unbedingt mit Katze auch ansprechen. Sie können gerne zu Hause ausprobieren, was würde passieren, wenn ich hier ein Self mache. Na gut, machen wir es zusammen. Wenn ich hier jetzt ein Self draus mache und das laufen lasse, dann passiert irgendetwas sehr Merkwürdiges, nämlich Katzen insgesamt hat sich überhaupt nichts geändert. Was ist passiert? Katze, Punkt Anzahl Katzen hat sich ja auch gar nicht geändert, denn hier habe ich etwas anderes gemacht, nämlich Self Anzahl Katzen definiert. Also ein ganz neues Datenfeld, das zufälligerweise genauso heißt wie mein statisches Datenfeld. Und das habe ich mit plus gleich 1 initialisiert. Das klappt meistens, manchmal beschwert er sich, dass es noch nicht, also je nach Interpretierer und je nach Version, in späteren Versionen kann es sein, dass es ein Fehler hier rausgebracht wird. Aber egal wie, das wird eigentlich hier, die Katze, Anzahl Katzen wird nicht angefasst, sondern eben ein komplett neues Datenfeld initialisiert und definiert. Das ist objektspezifisch und das blöderweise heißt genauso wie unser statisches Datenfeld, nämlich Anzahl Katzen. Deswegen eben gerade hier im Init ist es total ultra wichtig, dass ihr Katze macht. So. Später, das lassen wir jetzt erstmal mal laufen, es funktioniert wieder prima. Das ist eben eine Sache. So, wir haben aber gesagt, diese Anzahl von Katzen muss unbedingt auch wieder runter, falls wir eine der Katzen wieder löschen sollten. Nehmen wir doch mal an, dass wir die eine Katze hier löschen möchten, zum Beispiel die Nachbarskatze möchten wir wieder löschen. So, diese Beschreibungen nehme ich jetzt erstmal raus, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt. Und hier werde ich jetzt Delete Nachbarskatze machen. Und dann wieder ausdrucken, wie viele Katzen haben wir insgesamt. So. Was heißt, ich habe sie gelöscht? Naja, die bleibt natürlich jetzt auf 2 hängen, denn keiner hat es ja geändert. Das geht ja nicht automatisch. So. Was würde jetzt passieren? Man kann sich natürlich fragen, na und, haben wir halt gelöscht, ist jetzt auch egal. Tatsächlich, wenn ich jetzt versuchen würde, sie auch wieder zu benutzen, also Nachbarskatze.name auszudrucken, dann schmeißt er mir einen Fehler und sagt, Name Nachbarskatze ist nicht definiert, weil ich es ja schon gelöscht habe. Das ist gut, wir haben es gelöscht, weil wir es zum Beispiel nicht mehr gebraucht haben, aber jetzt kann ich es nicht mehr benutzen und eigentlich ist diese Katze nicht mehr drin. Also dieses Objekt ist nicht mehr im System drin. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwas, was beim Löschen eines Objektes diese statische Variable, dieses statische Datenfeld tatsächlich wieder um 1 heruntersetzt. Das ist eine ähnliche Methode wie Init, auch wiederum magisch, die aufgerufen wird, automatisch. Die nennt sich, auch wieder mit diesen
zwei Unterstrichen unten, die nennt sich Dell. Was für eine Überraschung, hier haben wir sogar etwas Ähnliches aufgerufen, nämlich auch Dell. Die hat nur ein Parameter, nämlich Self, mehr brauchen wir nicht. Und da passiert jetzt für uns eigentlich nichts weiteres, außer dieses statische Datenfeld, diesen statischen Datenfeld möchten wir jetzt um 1 zurücksetzen, und zwar minus 1. Wenn ich das jetzt laufen lasse, dann sind die Katzen am Ende nach diesem Löschen von der Nachbarskatze wieder auf 1 zurückgesetzt worden. Das ist ein sogenannter Destruktor. Der Konstruktor war init, der Destruktor ist ein Del und wird dann aufgerufen, wenn dieses Objekt tatsächlich gelöscht wird. Wie Sie auch gesehen haben, das brauchen wir nicht unbedingt bei jeder Klasse. Bis jetzt sind wir auch super ohne diese Dell ausgekommen. Aber man braucht es da, wo man irgendetwas reparieren muss, wenn man andere Objekte vielleicht erzeugt hat. Aber vor allem, wenn man eben solche Fälle hat, wo man irgendetwas nochmal anpassen muss, weil irgendetwas gelöscht wurde. So, damit wissen Sie jetzt, was ein statisches Datenfeld oder ein statisches Attribut ist. Und Sie wissen auch, wie man einen Destruktor, auch wiederum so eine magische Funktion, wie wir auch mit init hatten, definiert und letztendlich auch benutzt, obwohl man wiederum diesen Aufruf von delete nicht so ganz transparent gestaltet. Also man hat hier zwar ein del gemacht, das kann aber auch sein, dass es komplett intransparent, also ohne dass Sie es jemals aufgerufen haben, tatsächlich aufgerufen wird. Dankeschön.